Sie hatten 4 Kinder, 3 davon adoptiert, als wären ihre Träume wahr geworden. Doch in Wahrheit ist das Leben der vermeintlichen Bilderbuchfamilie der reinste Albtraum. Es gab ständig Konflikte, regelrecht Krieg. Sie gingen sich an die Gurgel. Die Kinder lassen sich mit den Jahren immer weniger kontrollieren. Bruder und Schwester hatten eine sexuelle Beziehung. Das ist krank. Eine verhängnisvolle Affäre setzt eine Spirale der Gewalt in Gang. Wie im Horrorfilm. Es ist Dienstagmorgen. Kelly Fass ist gerade von einer Kurzreise heimgekehrt und startet langsam in den Tag. Sie war übers verlängerte Wochenende auf eine Hochzeit gewesen und wollte nun ein paar Tage frei nehmen und entspannen. Kelly war eine sympathische, ruhige junge Frau, die gern für andere da war. Die 31-Jährige freut sich auf einige unbeschwerte Tage. Sie ahnt nicht, dass sich heimlich jemand ihrem Haus nähert. Was der jungen Frau bevorsteht, ist ein wahrer Albtraum. Sie wurde umgebracht. Bill Fass und seine Frau Jackie lieben Kinder und wünschen sich eine möglichst große Familie. Die beiden waren tolle Menschen. Sie liebten sich und waren ganz vernarrt in ihre Tochter Margaret. Sie konnten keine Kinder mehr bekommen und wollten nun welche adoptieren. Die Familie nimmt 2 Brüder zu sich, den 5-jährigen Charles und den 3-jährigen David. Sie wollten ihre Liebe mit noch mehr Kindern teilen und beschlossen, ein weiteres Kind zu adoptieren. Im Jahr 1970 ist es soweit. Familie Fass nimmt ein kleines Mädchen in ihre Obhut. Die Kleine sollte das Familienglück vervollständigen. Wie soll sie heißen? Melissa. Damit sollten sie komplett sein. Doch schon bald beginnen die Probleme. Anfangs waren sie eine glückliche Familie. Aber dann gab es immer häufiger Konflikte. Melissa, Charles, David und Margaret hatten ständig Streit. Margaret lehnte die anderen ab. Sie war die biologische Tochter und wollte keine adoptierten Geschwister neben sich. Sie fühlte sich als was Besonderes. Die anderen zählten nicht. Eure echten Eltern wollten euch nicht. Wie fühlt sich das an? Sie sagte ihnen, sie wären weggeworfen und abgewiesen worden. Adoptierte Kinder nehmen sich so etwas zu Herzen. Es tut ihnen weh. Egal wie liebevoll ihre Eltern waren, Margarets Ablehnung bewirkte etwas bei den Kindern. Und sie reagierten darauf. Sie litten. Ihr Adoptivsohn Charles bereitet Jackie und Bill besonders große Sorgen. Mit Charles stimmte etwas nicht. Schon in frühen Jahren gab es Hinweise darauf, dass er psychisch krank war. Er hatte Wahnvorstellungen, war vermutlich paranoid. Für eine Familie, die ohnehin Sorgen hat, ist so etwas schwer. Die Situation belastet vor allem Mutter Jackie.
Sie ist überfordert mit den Kindern und fühlt sich von ihrem Mann mit den Problemen alleingelassen. Bill arbeitete viel, doch es kam ihm auch gelegen, weil er dadurch von den familiären Sorgen unbehelligt blieb. Jackie ließ ihrer Frustration freien Lauf und schimpfte viel mit den Kindern. Jeden einzelnen Tag hatte sie Ärger mit ihren Kindern. Es war das totale Chaos. Doch nach einigen Jahren finden die ständigen Streitereien ein Ende. Die Geschwister kehren ihrem Elternhaus so früh wie möglich den Rücken. Margaret, David und Melissa heirateten und zogen aus. Sie freuten sich, endlich weg zu sein. Nur Charles, mittlerweile über 20 Jahre alt, bleibt zu Hause wohnen. Er litt an Schizophrenie. Er brauchte Medikamente. Er musste gepflegt und beaufsichtigt werden. Der psychisch kranke junge Mann streitet sich oft heftig mit seiner Mutter. Er bekam häufig Wutanfälle und war unberechenbar. Der Traum vom Familienidyll, den Jackie und ihr Mann einst hatten, ist lange ausgeträumt. Das ist schon traurig. Drei der Kinder zogen aus und brachen den Kontakt zu ihren Eltern ab. Bis zu dem Tag, an dem eine Tragödie die Familie wieder zusammenbringt. Der Vater Bill Fass ist an Lungenkrebs erkrankt und verstirbt. Nach seinem Tod standen plötzlich Margaret, David und Melissa vor der Tür. Doch die drei sind nicht gekommen, um zu trauern. Sie wollten nicht etwa ihrer Mutter beistehen. Ihre Habgier trieb sie nach Hause. Du hast doch von Geld keine Ahnung. Aber du! Ihr Vater besaß Immobilien im Wert von einigen hunderttausend Dollar. Die wollten sie. Ich durchschau dich. Genug, ihr kriegt gar nichts. Jackie beanspruchte alles. Sie brauchte das Geld für sich und Charles. Doch ihre Kinder waren habgierig und jeder von ihnen wollte ein Stück vom Kuchen abhaben. Die Witwe muss nun stärker sein als je zuvor, um sich und Charles vor der Habsucht der anderen zu schützen. Don't touch me! Doch der Umgang mit dem psychisch Kranken ist nach wie vor schwierig. Das Verhältnis bleibt angespannt. Charles wollte seine Freiheit. Es gab viele Konflikte. Zwischen Mutter und Sohn herrschte ein regelrechter Krieg. Ein Grund für den Streit ist Charles' medizinischer Behandlungsplan. Charles nahm seine Medikamente nur unregelmäßig. Er und Jackie gingen sich regelmäßig an die Kehle. Nimm deine Tabletten. Nein. Lass mich. Jackie wusste oft nicht weiter. Charles war erwachsen. Wie sollte sie ihn unter Kontrolle halten? Nimm deine Pillen. Hau ab! Er begann, sie zu bedrohen. Soll ich dir wehtun? Ihr wurde bewusst, dass es gefährlich wurde. Sie hatte Angst. Immer wieder kommt es zwischen den beiden zu brenzligen Situationen. Leave me alone! Charles wollte raus und Jackie wollte ihn kontrollieren. Verzweifelt wendet sich Jackie an ihre Adoptivtochter Melissa. Ich brauche Hilfe. Geht nicht. Sie hat selbst große Probleme. Nach nur einem Jahr steht ihre Ehe vor dem Aus. Ich glaube, Melissa war noch nicht bereit, ihren Mann zu verlassen. Aber die Beziehung war kaputt. Melissa sah sich scheinbar nach etwas Besserem um.
In einer Bar lernte sie einen Mann kennen. Einen rauen Typen, Marke Cowboy. Sein Name ist Joel Dominguez und auch er führt eine unglückliche Ehe. Sie hatten ähnliche Dinge erlebt, hatten die gleichen Probleme. Sie spürten eine Verbindung, weil sie im selben Boot saßen. Zwischen den beiden funkte es. Es fühlte sich ganz natürlich an. Da war gleich diese Anziehungskraft zwischen ihnen. Die beiden verlieben sich ineinander. Melissa war verrückt nach Joel. Sie las ihm jeden Wunsch von den Lippen ab. Und auch Joel war blind vor Liebe. Ein Jahr lang haben sie eine geheime Affäre. Sie führten eine sehr intensive Beziehung. Keiner von ihnen hatte je so etwas erlebt. Er traf sich gleich nach der Arbeit mit ihr. Er wollte jede freie Minute mit ihr verbringen. Melissa ist glücklich in ihrem neuen Leben. Derart beflügelt beginnt sie, nach ihrer leiblichen Mutter zu suchen. Sie hatte Glück, fand ihre Kontaktdaten heraus und meldete sich bei ihr. Schließlich verabredet sich Melissa mit ihrer Mutter Sandra. Zum Treffen kommt diese nicht allein. Überraschung. Darf ich dir deinen Bruder vorstellen? Ihre Mutter brachte ihren Sohn mit. Melissa war überrascht, als plötzlich Joel vor ihr stand. Es stellt sich heraus, dass Sandras Sohn Joel Dominguez ist, Melissas Liebhaber. Unglaublich! Seit einem Jahr hatte sie mit ihrem eigenen Bruder Sex. Meine Mutter fragte Joel, ob zwischen ihm und seiner Schwester etwas lief. Er stritt es nicht ab. Ich war schockiert und konnte es nicht glauben. Als meine Mutter mir davon erzählte, dachte ich, sie lügt. Sandra fordert von den beiden, das Verhältnis sofort zu beenden. Ob Melissa von der Tatsache entsetzt war? Joel? Nein, war sie nicht. Sie wollte die Beziehung weiterführen. Er ist nicht mein Bruder. Wir sind nicht zusammen aufgewachsen. Unsere Mutter war wütend und wollte, dass die beiden umgehend Schluss machen. Joel hatte zwar starke Gefühle für Melissa, aber das war zu viel für ihn. Er verstand seine Mutter und trennte sich von ihr. It's time to break up with Melissa. Sie hatte die Liebe ihres Lebens verloren. Ihre Ehe war schon zerrüttet. Sie fühlte sich allein. Während Melissas Liebesleben in Trümmern liegt, findet ihre Adoptivmutter Jackie einen neuen Partner. Sie lernte den pensionierten Mechaniker Edsel Bruce kennen und kam mit ihm zusammen. Ein Jahr später heiraten die beiden, am Valentinstag 1995. Jackie zieht bei Edsel ein. Ihr Adoptivsohn Charles bleibt allein im alten Haus wohnen. Das passte ihm gar nicht, denn jetzt hatte er seine Mutter nicht mehr für sich allein. Sie war nun mal sein einziger sozialer Kontakt. An einem Sommermorgen im Jahr 1996 will die Mutter ihrem Adoptivsohn einen kurzen Besuch abstatten. Sie wollte kontrollieren, ob bei ihm alles in Ordnung ist. Hast du den Rasen gemäht? Ich esse gerade. Ist ja gut. Lass mich! Was ist denn? Sie stritten über den Zustand des Hauses. Die beiden hatten Ärger. Um ihren Sohn zu beruhigen, bot Jackie ihm Geld an, damit er den Rasen mähte. Am frühen Abend bekommt Jackies Mann Edsel einen seltsamen Anruf von Charles. Hab mich ausgesperrt.
Charles wollte, dass Edsel ihm die Tür zum Haus aufschloss. Edsel war verwirrt und sagte, ich dachte, deine Mom ist bei dir. Ich ruf zurück. Edsel dachte, wo ist meine Frau? Charles meldet sich nicht wieder. Edsel machte sich Sorgen. Er wusste, dass Charles krank war und seine Tabletten nicht immer nahm. Also rief er bei ihm an. Doch niemand ging ran. Erst jetzt bemerkt Edsel eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter. Er hörte die Botschaft ab. Jackie wollte ihm sagen, dass sie bei Charles ist. Ihre Stimme klang besorgt. Plötzlich endete die Nachricht. Und Edsel spürte, dass Jackie etwas Schreckliches zugestoßen war. Edsel eilt sofort zu Charles' Haus. Von hier aus hat Jackie versucht, ihn zu erreichen. Er hatte Angst, dass Charles ihr etwas angetan hatte. Alles war dunkel. Edsel hatte ein ungutes Gefühl. Doch er schafft es nicht, ins Haus zu gelangen. Charles schien nicht da zu sein. Edsel weiß nicht, was er tun soll. Verzweifelt ruft er die Polizei, die schon bald eintrifft. Die Beamten brechen die Tür auf. Sie durchsuchten alles. Von Jackie fehlte jede Spur. Dann gingen sie in den Keller, wo Charles' Zimmer war. Dort entdeckten sie Jackie Fuss mit einer Kopfwunde auf dem Boden liegen. Sie war tot. Die Spurensicherung trifft ein und untersucht den Tatort. Jackie war von hinten mit einem scharfen Objekt erschlagen worden. Es dauert nicht lange und die Ermittler finden die Tatwaffe. Es war eine Axt, an der noch Blut klebte. Dass Charles als Hauptverdächtiger gilt, liegt auf der Hand. Der Sohn war verschwunden, die Leiche wurde in seinem Zimmer gefunden. Seine Mutter und er hatten schon zuvor heftigen Streit gehabt. Zudem lag die Tatwaffe in seinem Zimmer. Gegen Charles Fuss wird Haftbefehl erlassen. Im gesamten Bundesstaat wird nach dem Flüchtigen gefahndet. Neun Tage vergehen, ohne dass die Polizei Charles auf die Spur kommt. Es wirkt so, als sei er vom Erdboden verschluckt. Dann erreicht die Polizei von Brinkley im Bundesstaat Arkansas ein seltsamer Notruf. Der Anrufer meldete einen Nackten auf der Straße. Die Beamten gehen dem Hinweis nach und lesen den Mann auf, der jedoch nicht nackt ist. Er wirkte wie ein Obdachloser, war dreckig und trug kein Hemd. Die Polizisten sprachen ihn an. Er sagte, dass er in Georgia wegen Mordes gesucht wird. Ich bin Charles Fuss. Ich habe meine Mom getötet. Charles sagt aus, er habe Streit mit seiner Mutter gehabt. Was ist das? Sie hatte auf der hohen Telefonrechnung gesehen, dass Charles eine Sex-Hotline angerufen hatte. $1,800? Das zahle ich. Ich lasse das Telefon sperren. Charles wurde wütend und wollte Jackie zum Schweigen bringen. Er holte eine Axt aus dem Keller. Während Jackie ihren Mann zu erreichen versucht, will Charles sein blutiges Vorhaben in die Tat umsetzen. Er rief seine Mutter in den Keller. Dort lauerte er ihr auf. Er sagte, da wären Ratten unterm Bett. Okay. I'll look. Da sind keine.
Er brauchte einen Vorwand, damit sie vor ihm auf die Knie ging. Dann nahm er die Axt und schlug ihr mehrmals auf den Kopf. Er wischte das Blut ab und rief seinen Stiefvater an, um ihn zum Haus zu locken. Aus welchem Grund wohl? Dann nahm er sich Geld und flüchtete. Ich bin getrampt. Charles wird nach Georgia überführt und wegen Mordes an seiner Mutter angeklagt. Ich habe nie daran gezweifelt, dass er gefasst wird. Wer einen nahestehenden Menschen tötet, beginnt nicht plötzlich ein Leben als Verbrecher zu führen. Solche Leute kommen nie sehr weit und werden meistens erwischt. Als Melissa, David und Margaret von dem Mord an ihrer Mutter hörten, hatten sie Angst um sich selbst. Sie dachten, dass Charles sie vielleicht als nächstes töten würde. Im Dezember 1997 wird Charles Fass vom Gericht für schuldig befunden. Wegen seiner psychischen Erkrankung wird er zu einem lebenslangen Aufenthalt in einer geschlossenen Psychiatrie verurteilt. Seine Geschwister scheinen kein Mitgefühl mit ihrem Bruder zu haben. Oder um ihre Mutter zu trauern. Ich glaube, Jackies Kinder waren total fokussiert auf ihr Erbe. Wie ihre Mutter zu Tode gekommen war, interessierte die drei nicht allzu sehr. Ich verteile das Geld. Sie wollten wissen, wer bekommt wie viel aus dem Nachlass. Das Erbe belief sich auf rund 400.000 Dollar. Doch Jackie Fass hat kein Testament hinterlassen. Bei drei Kindern hätte man das Erbe durch drei teilen können. Doch darauf konnten die Geschwister sich nicht einigen. Ich erbe alles. Vergiss es. Margaret meinte, dass ihr als einziger leiblicher Tochter alles zustehen würde. Davids Ehefrau Kelly versucht, zwischen den verfeindeten Geschwistern zu vermitteln. Sie spürt, dass der Erbstreit zu eskalieren droht. Sie merkte, dass die Stimmung immer feindseliger wurde. Kelly war zurückhaltend, vernünftig und um eine friedliche Lösung bemüht. Das geht dich nichts an! Lass sie! Sie stritten sich heftig. Keiner wollte nachgeben, Größe zeigen und das Erbe einfach durch drei teilen. Ich nicht verstehen, wie man so gierig sein kann. Was geschehen war, interessierte sie nicht. Keiner von ihnen zeigte einen Funken Mitgefühl. Der Rechtsstreit zwischen den Geschwistern dauerte Jahre. Im Sommer 1999 scheint die Auseinandersetzung endgültig zu eskalieren. Margaret wollte die Sache klären. Ich muss David sprechen. Margaret hatte bemerkt, dass im Haus ihrer Mutter einige Wertgegenstände fehlten. Sie glaubte, David wäre dort eingebrochen und hätte die Dinge gestohlen. Was willst du? Das, was du geklaut hast. Zwischen den Geschwistern herrscht mittlerweile blanker Hass. Margaret beschuldigt ihren Bruder des Diebstahls und lässt sich nicht abwimmeln. Sie unterstellte David, er hätte Gegenstände unterschlagen, was er bestritt. Es entwickelte sich ein neuer Konflikt. Dabei hatte es schon so viele Streitereien gegeben. Was soll das? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Hört auf! Halt dich raus! Genau. Die zermürbenden Auseinandersetzungen haben mittlerweile auch einen negativen Effekt auf die Ehe von Kelly und David. Kelly war nicht mehr glücklich und erzählte mir, dass David Alkoholprobleme hätte. Sie plante, ihn zu verlassen. Melissa und Margaret ahnten, dass Kelly sich trennen wollte und fürchteten nun, sie würde einen eigenen Teil des Erbes beanspruchen. Der Familienstreit spitzt sich zu und nimmt eine weitere tragische Wendung.
Am Morgen des 15. Juni 1999 geht bei der Polizei von DeKalb County ein Notruf ein. Drei Jahre nach dem Tod von Jackie Fass rückt die Polizei erneut aus, um in einem Mordfall in der Familie zu ermitteln. Als die Beamten eintrafen, saß David Fass vor dem Haus und rauchte. Er wirkte unbeteiligt. Er war ganz ruhig, als stünde er unter Schock. Sie ist in der Küche. Die Beamten beginnen sofort, den Tatort zu sichern. Es gab keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens. Drinnen entdeckten wir das Opfer, das tot in der Küche lag. Es handelt sich um Davids Ehefrau, Kelly Fass. Ihr Körper war voller Blut. Anhand der Wunden an ihren Armen konnte man sehen, dass sie sich heftig gewehrt hatte. Überall war Blut. Ihr Körper wies mehr als 30 Einstiche auf. Es war schrecklich. Sie muss einen langen, qualvollen Tod gestorben sein. So etwas Schlimmes ist keinem zu wünschen. Der Mörder hat offenbar einen kläglichen Versuch gestartet, den Tatort zu säubern. Wir fanden den Leichnam, der auf dem Boden in einer riesigen Blutlache lag. Die ganze Küche war blutverschmiert. Am Tresen lehnte noch ein Wischmopp. Offensichtlich hatte jemand versucht, damit das Blut wegzuwischen. Ich stellte sicher, dass der Tatort genau fotografiert wurde. Dabei fällt den Beamten auf, dass der Täter Kelly offenbar daran gehindert hat, die Polizei zu verständigen. Jemand hatte die Telefonleitung durchtrennt. Der Apparat funktionierte also nicht. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Das Opfer sollte niemanden zu Hilfe rufen. Bei der Untersuchung des Tatorts fällt zudem auf, dass sich nicht nur in der Küche Blutspuren befinden. Das Verbrechen hatte woanders begonnen, im hinteren Teil des Hauses, dem Badezimmer. Dort sah man noch ein Rätselheft liegen. Offenbar war das Opfer im Bad gewesen, als es angegriffen wurde. Die Anzahl der Stichwunden wies darauf hin, dass der Täter wütend gewesen sein muss, dass das Mordmotiv ein persönliches war. Es handelte sich offenbar um eine Tat im engen Familien- oder Bekanntenkreis. Für die Ermittler ist Kellys Ehemann David der Hauptverdächtige. Wissen Sie, wer das war? Nein. Haben Sie ein Alibi? David behauptet, eine Verabredung gehabt zu haben, aber die wäre nicht zustande gekommen. Als er zurückkam, hätte er Kelly tot aufgefunden. Er sagte, der Täter hätte Kellys Auto gestohlen. Die Beamten glauben David nicht. Kommen Sie mit, wir brauchen Ihre Aussage. Eine Frau, die scheinbar keine Feinde hatte, war brutal ermordet worden. Ohne dass es Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen ins Haus gab. Und ihr Mann hatte für die Tatzeit kein überzeugendes Alibi. Während David auf dem Präsidium weiter verhört wird, suchen die Ermittler in der Nachbarschaft nach Zeugen und nach Kellys verschwundenem Auto. Weitere Beamte bemühen sich, am Tatort Hinweise auf den oder die Täter zu finden, doch ohne Erfolg. Die Spurensicherung konnte keine Beweise entdecken. Keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren. Auch die Tatwaffe blieb verschwunden. In der Stadt weiß schon bald jeder von dem Mord an Kelly Fass. Meine Mutter rief mich an und fragte mich nach dem Namen meiner Kollegin. Ich antwortete, Kelly Fass. Meine Mutter sagte, in den Nachrichten hätten sie berichtet, dass Kelly ermordet aufgefunden worden war.
Ich war erschüttert. Auf dem Polizeirevier hoffen die Beamten darauf, dass David Fass ein Geständnis ablegt. Ich wollte ihn verhören und der Sache auf den Grund gehen. Ich war gespannt, was er zu sagen hatte. Er war ganz klar der Hauptverdächtige. Ich war's nicht. Er bestritt, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Doch David Fass hat einen Verdacht. Er erwähnte Margaret und Melissa. Er erzählte von dem Erbstreit mit seinen Geschwistern, dem Vorwurf, Gegenstände entwendet zu haben. Es ging um viel Geld. Er sagte, sie hätten ihn vom Haus weggelockt. David behauptet, er sei mit seinen Schwestern am Haus seiner toten Mutter verabredet gewesen. Doch die beiden wären nicht gekommen. Was er sagte, machte Sinn. Es schienen mehrere Personen beteiligt zu sein. Die vielen Stichwunden stammten vermutlich nicht von einem Täter. Einer allein hätte das Opfer auch kaum überwältigen können. Davids Angaben klingen plausibel, doch noch bleibt er verdächtig. Während er verhört wird, findet man Kellys Wagen. Er wurde nur ein paar Straßen weiter abgestellt. Die Beamten trieben Zeugen auf, die einen bärtigen Mann gesehen hatten, der aus Kellys Auto kam. Dann wäre er in einen weißen Pickup gestiegen, in dem zwei Frauen saßen, und sei davongefahren. Das war ein Wendepunkt in diesem Fall. Wir mussten in eine andere Richtung ermitteln. Die Polizei leitet eine Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern ein. Währenddessen stolpert ein Beamter über den Nachnamen des Opfers. Einer der Ermittler erinnerte sich an einen Fall einige Jahre zuvor. Es handelte sich um den Mord an Jackie Fass, der in der gleichen Gegend passiert war. Spontan fuhr er zum alten Tatort, um zu sehen, ob es irgendwelche Zusammenhänge gab. Der Instinkt des Beamten zahlt sich aus. Er entdeckte dort einen weißen Pickup, in dem eine Frau und ein bärtiger Mann saßen. Sie passten zur Beschreibung der Verdächtigen. Der Beamte rief Verstärkung. Er hat zwei mutmaßliche Mörder im Visier. Der Polizist ist aufs Schlimmste gefasst. Die beiden hatten nichts zu verlieren und waren zu allem bereit. Doch als der Beamte sich dem Wagen nähert, ergeben sich die Verdächtigen. Es handelte sich um Davids Schwester Melissa und Joel. Die beiden waren Geschwister und hatten in der Vergangenheit eine Affäre gehabt, eine Inzestbeziehung. Sie hatten nie richtig Schluss gemacht. Die zwei hatten immer noch eine Beziehung. Melissa und Joel werden festgenommen und aufs Revier gebracht. Nun richten die Ermittler ihr Augenmerk auf die dritte Verdächtige, Davids andere Schwester Margaret. David hatte ausgesagt, mit seinen beiden Schwestern verabredet gewesen zu sein. Und nach dem Mord waren zwei Frauen in einem Pickup gesehen worden. Die Angaben von David Fass waren also glaubwürdig. Und er befand sich nun nicht mehr im Fokus der Ermittler. Mit dem Mord an seiner Frau hat David offenbar nichts zu tun. Die Ermittler machen seine Schwester Margaret in einem Motel ausfindig und nehmen sie fest. Alle drei Verdächtigen sind nun in Gewahrsam. Getrennt voneinander werden sie von den Beamten verhört. Die Ermittler setzten sie unter Druck und sie belasteten sich gegenseitig. Ihre Angaben widersprachen sich, weil sie unsicher wurden und nicht wussten, was die anderen aussagen würden. Margaret war bei mir. Ich war im Motel. Allein? Ich liebe Melissa. Glauben Sie mir, sie hat nichts mit der Sache zu tun. Im Verhör wurde schnell klar, dass Joel Melissa schützen wollte.
Er sagte, er würde sie lieben. Er tat scheinbar alles, um sie zu verteidigen. Er würde nichts aussagen, was sie belasten könnte. Es war eine schwierige Vernehmung, weil er nicht zu greifen war. Für ihn war das wie ein Spiel. Er sagte etwas aus und meinte danach, war nicht ernst gemeint. Bei Melissa war es ganz ähnlich. Sie machte sich große Sorgen um Joel. Ich will ihm den Ärger bereiten. Er hat nichts damit zu tun. Sie versuchte, ihn nicht zu belasten, wollte ihn aus allem raushalten. Auch das Verhör mit ihr war sehr schwer. Bei den Befragungen drehten sie sich im Kreis. Keiner von ihnen machte Angaben, wer in den Fall verwickelt war. Durch die Aussagen ist es den Ermittlern nicht möglich, den Tathergang zu rekonstruieren. Am 15. Juni 1999 beginnt der Prozess. Zwar streiten alle drei ihre Beteiligung an der Tat ab, dennoch werden Margaret Fass, Melissa Fass und Joel Dominguez wegen Mordes an Kelly Fass angeklagt. Während des Prozesses finden die Ermittler ein wichtiges Beweisstück. Die Socken, die Joel bei der Festnahme getragen hatte, waren blutbefleckt. Im Labor wurde es als das Blut von Kelly Fass identifiziert. Doch das reicht nicht, um die Geschwister wegen Mordes zu verurteilen. Ein schwieriger Fall. Es gab keine Mordwaffe und auch keine Fingerabdrücke am Tatort. Außerdem hatte niemand das Verbrechen gestanden. Die Staatsanwaltschaft kann Margaret ihre Beteiligung an dem Mord nicht nachweisen. Ihre Verteidiger bitten das Gericht um ein mildes Urteil. Kellys Blut an Joels Kleidung war ein objektiver Beweis, dass er einer derjenigen war, die sie erstochen hatten. Dass er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, war der Anklage am wichtigsten. Um Joel verurteilen zu können, bietet die Staatsanwaltschaft Melissa einen Deal an. Entschließt sie sich, gegen Joel auszusagen, wird die Mordanklage gegen sie fallen gelassen. Melissa schlägt ein und belastet ihren Bruder. Sie war total emotionslos und hatte keine Hemmungen, anderen zu schaden, um ihre egoistischen Ziele zu erreichen. Melissa sagt aus, alles habe am Tag vor der Tat begonnen. Margaret dachte, dass David Dinge aus dem Haus ihrer Mutter gestohlen hatte. Und sie wollte sich diese Gegenstände zurückholen. Sie überredete ihre Schwester, ihr dabei zu helfen. Die beiden verabredeten mit David ein Treffen, um über das Erbe zu sprechen. So wollten sie ihn aus dem Haus locken. Die Schwestern planen, bei ihm einzubrechen und die Gegenstände zu holen, sobald er weg ist. Um ihren Plan umzusetzen, benötigen sie jedoch Hilfe. Für den Fall, dass David sie im Haus überrascht, brauchten sie jemanden, der sich ihm in den Weg stellte. Diese Aufgabe soll Joel Dominguez übernehmen. Joel liebte Melissa immer noch. Ihn konnte sie kontrollieren und manipulieren. Als David das Haus verlassen hat, fahren die drei in Melissas Truck dorthin. Sie wussten nicht, dass Kelly frei hatte und zu Hause war. Margaret und Joel gingen rein, während Melissa draußen aufpasste. Vermutlich geraten die Eindringlinge in Panik, als sie bemerken, dass Kelly vor Ort ist. Es gab eine Auseinandersetzung, die völlig aus dem Ruder lief. Kelly wurde dabei erstochen. Als Margaret und Joel aus dem Haus kommen, trägt Joel Handschuhe und hat eine Tasche bei sich. Mutmaßlich befinden sich darin die Mordwaffe und blutige Kleidungsstücke.
Margaret sprang ins Auto und sagte, dass Kelly tot ist. Gleichzeitig fuhr Joel in Kellys Wagen los, um es irgendwo anders abzustellen. Laut Melissas Aussage parkt Joel das Auto in der Nähe, springt in ihren Pickup und sie fahren zu dritt davon. Dann sei er ausgestiegen und für einige Stunden verschwunden. Die Polizei glaubt, er habe in dieser Zeit die Tatwaffe sowie weitere Beweise beseitigt. Im Mai 2000 wird Joel Dominguez schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Er fühlte sich von Melissa betrogen, als ihm bewusst wurde, dass er die Strafe ihr zu verdanken hatte. Joel bestreitet den Mord an Kelly Fass. Und nicht wenige glauben, er sei unschuldig. 30 Stichwunden weisen für mich darauf hin, dass der Mörder in Rage war. Dass es eine sehr persönliche Tat war. Doch Joel hätte keinen Grund dafür gehabt. Ich glaube, Melissa und Margaret waren ebenfalls beteiligt. Melissa muss sich nur wegen des Einbruchs verantworten und bekommt eine 10-jährige Haftstrafe. Ihre Schwester Margaret wird wegen Totschlags ebenfalls zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt. Ich finde, Margaret und Melissa sind zu glimpflich davongekommen. Meiner Meinung nach hätten auch sie eine lebenslange Haft verdient. Schließlich ging es nicht um Diebstahl oder Körperverletzung, sondern um einen sehr brutalen Mord. Kelly musste auf grausamste Weise sterben. In Davids Haus hat Margaret offenbar keinen der Gegenstände finden können, die sie dort vermutete. Die Ermittler gehen davon aus, dass er niemals Dinge entwendet hat. Die pure Gier, möglichst viel aus dem Erbe der Mutter zu bekommen, führte dazu, dass eine unschuldige Frau ermordet wurde. Bis heute kann niemand in der Gegend die blutigen Morde an Jackie und Kelly Fass vergessen. It is unbelievable. Diese Sache ist eigentlich kaum zu fassen. Es handelte sich um eine äußerst dysfunktionale, gewaltbereite Familie, deren Schicksal letzten Endes durch ihre Gier nach Reichtum besiegelt wurde. Da war diese überforderte Mutter, ihr psychisch kranker Sohn, eine inzestuöse Beziehung und lauter adoptierte Kinder. Insgesamt ein sehr bizarrer Fall. Jackie und Bill wollten ihre Kinder liebevoll aufziehen. Doch sie erzeugten wahre Monster. Habgierige, manipulative Menschen, die letztendlich sogar zu Mördern wurden.